Das ist der Caron. Und das ist Backstage vom Astra und das ist der Manuel. Das sind die neuen Energiesparlampen in Berlin. Berlin ist ja immer der restlichen Welt und vor allem Deutschland eins voraus. Mal gucken, hat schon ein bisschen dunkler als eine Energiesparlampe, aber ein wesentlich wärmeres Licht. Ja, ist auch so herrlich rotes Licht. Ne? Ja. Das ist der ganze, also sieht toll aus. Ne? Ja, speziell für Freudenhäuser ist es jetzt hier. Weil wir heute in einem sind. Achso, und du meinst, dass man das dann auch in Freudenhaus nicht nur als Licht verwenden kann? Ja, das geht auch manchmal. Ja, muss nicht weiterreden, das ist schon okay. Also wir sind hier im Astra und der Caron hat mir auch beschrieben, ey, ist so geil, die Tischdecke, Leute. Tischdecke, ihr habt für den besonderen Bedarf. Okay. So sieht sowas nie aus, aber vielleicht ist genau das der Reiz. Das ist der G-Punkt-Finder. Achso. Und hinten dran haben wir ein paar spanische Liebesperlen. Sehr geil. Wir gehen von der Tischdecke, ich sage mal die Tischdecke, direkt über zur wirklich attraktiven Tapete. Ne? Original DDR noch. Ganz klar, und das ist hier sozusagen das Astra. Ostdildo, und wir sind auf der Star FM Party und hier draußen ist der Bahnhof. Oh mein Gott, ist das geil. Es gibt ganz leckeres Catering, also muss man schon sagen, in Berlin lässt man sich nicht lumpen, was das Catering betrifft. Der Kamin ist auch toll. Ja, ich versuch's gerade mal ins rechte Licht zu... Ja, es glitzert so ein bisschen. Also ich kann dir auch ins Licht holen, wenn du willst. Ja, ja. Wenn er hier nicht gut steht. Sehr praktisch. Das ist unser neuer Robin B. Tournee-Kamin, weil wir es gerne ein bisschen gemütlich haben. Ja, wir wollten ja eigentlich auf die Bühne eine Bar stellen, aber wenn ich das so sehe, nehmen wir doch lieber den Kamin. Ne? Ja, schön. Ja. Sehe ich, du machst hier, ey. Du machst alles kaputt. Entschuldigung. Wie heißt der? Ricky, du machst alles kaputt. Ricky, kennst du nicht mehr von Tic-Tac-Toe? Kennt ihr noch Tic-Tac-Toe? Hatten wir es neulich drüber. Die gab es auch mal und da gab es dann die berühmte Pressekonferenz, wo eine von denen dann ausgestiegen ist. Ricky, du machst alles kaputt! Ja, seitdem arbeitet Lee übrigens an der Kasse vom Berliner Zoo. Lee war einer von Tic-Tac-Toe, ja? Nur, dass ich mal wisst, weil ich, also, wir sind ja so. Wer? Der ja, Berliner mit Zoo? Mit den Großen bin ich ja so. Mit den Großen von Tic-Tac-Toe. Ja. Oh mein Gott. Das war Manuel und der ist mit den Großen so, ne? Wie hieß die andere große Band? Aloha vom Hell? Da reite ich doch gerne mal drauf rum. So, ansonsten ist hier alles echt super nett. Schauen wir mal, was der Abend bringt. Auf jeden Fall gute Musik. Von Max zum Beispiel. Genau. Immer dein halber Kopf drauf. Aber das ist okay. Du siehst auch mit halbem Kopf immer noch attraktiv aus. Nein, du meine ich. Ach so, du warst echt? Immer nur mit halbem Kopf drauf. Ach so. Ja, ist vielleicht besser. Bei mir ist vielleicht halber Kopf besser. So. Und jetzt nochmal die Message. Die Message, alles klar, danke. Und mit einem Bild eines. Ja, die Caron hat die Haare schön und übrigens kleine Werbeeinlage an dieser Stelle. Leute, watch out, halbstark, die Rockabilly Band der nächsten Stunde. Kann man das so sagen? Halbstark.